Ein kleiner Rundgang durch die Charts nach der Fettentscheidung. Jetzt bei Trade des Tages. Während der Dow runterkommt, aber noch kein neues Tief macht, kommt der Euro-USD hoch, hat kein neues Hoch gemacht und dreht auch schon wieder so ein bisschen um. Es war eigentlich bei der Fed heute nur so, dass wir ein Stückchen hochgelaufen sind im Euro-USD, dann wieder runter, jetzt pendeln wir uns da ein. Nichtsdestotrotz, er bleibt sehr stark, trotzdem bleibt aber auch noch unterhalb des 50er-Manfels und somit gibt es für mich hier kein Trading heute und eben bei den Indizes auch erst, wenn wir da irgendwelche Dinge endlich mal brechen würden. Auch beim DAX ist die Situation so, dass wir jetzt zwar ein bisschen uns stabilisiert haben vielleicht, weil wir von der Unterkante die hier wieder ein bisschen hochgekommen sind, aber das Hoch haben wir auch nicht erreicht und sind immer noch in dieser Range drin. Und deshalb gefällt mir besser das Gold, weil das Gold hatte heute Morgen schon ein interessantes Signal geliefert, als wir grundsätzlich diesen Ausbruch gesehen haben, also eigentlich gestern schon, aber heute Morgen vor allem dieser Retest nochmal, den wir an dieser Stelle hatten, an diesem gebrochenen, dieser gebrochenen Range-Oberkante. Und wir sind dann bereits am Nachmittag hochgelaufen und die Fed, gut, es ist auch so gewesen, dass wir da kurzzeitig mal hochgeschossen sind und wieder nach unten gekommen sind, aber insgesamt hat man so das Gefühl, das stabilisiert sich um einiges besser. Das hat wohl auch einfach damit zu tun, dass diese Bewegung auch bereits vor der Fed gestartet ist und einfach jetzt durch die Fed halt nicht großartig beeinträchtigt wird. Und somit haben wir einen grünen Close heute höchstwahrscheinlich, der auch über den gestrigen geht. Gestern war es zwar schon ein Ausbruch auf Daily Close, aber vielleicht noch nicht eindeutig genug. Insgesamt wirkt es so, als könnte dieser Trend jetzt auch weitergehen, denn das war so ein Trendstück mit einer großgezogenen Korrektur. Da war wieder ein Trendstück, aber diese Korrektur jetzt war eher seitlich, also seitwärts. Und jetzt geht es leicht wieder nach oben raus und das könnte eben jetzt der nächste Angriff sein, um Angriff zu nehmen auf die Allzeithochs und eben auch auf die Bereiche bei ungefähr 2070. Wie könnte man das jetzt noch traden? Erstmal natürlich, wenn man schon drin ist, weil man diesen Ausbruch vielleicht getradet hat. Jetzt glaube ich, wird der Zeitpunkt sein, dass man den Stopp auch auf Break-Even ziehen kann, wenn man da heute Morgen zum Beispiel rein ist. Und ansonsten muss man ja auch ein bisschen sehen, was ist jetzt eigentlich gewesen, wenn man jetzt mal im M15 sind. Wir sind erstmal seitwärts gependelt, seit wir hier rausgebrochen sind, sind dann etwas hochgekommen am Nachmittag und waren dann erstmal hier oben, schon im Bereich da, wo wir jetzt gerade sind, so 2025 herum. Bei der Fed gab es halt ein bisschen Volatilität, aber jetzt sind wir am Ende, nachdem wir kurz mal auch runter sind, wieder da, wo wir vor der ganzen Fed waren. Also ich denke, Gold ist möglicherweise einfach nur wurscht, was da bei der Fed jetzt passiert ist. Und wenn wir jetzt mal einfach diese ganzen M15-Kerzen jetzt rund um diese Nachrichten, dieses Nachrichtenereignis ausblenden, dann ist es einfach so, wir traden da weiter, wo es geklappt hätte. Also wir können jetzt sagen, long gehen, wenn man jetzt kurzfristig zum Beispiel geht und unter das Tief hier setzen von heute Morgen. Wenn er hier nämlich nochmal drunter kommt, müsste man sich sowieso Sorgen machen, weil auch bis hier runter sind es gerade mal 17 Dollar. Man könnte noch ein paar Dollar mehr Stop-Loss nehmen und unter die 2000 gehen, verständlicherweise. Aber für einen engeren Stopp würde das hier schon genügen. Und 17 Dollar ist nicht viel Stop-Loss und man braucht auch hier wieder einen engen Stop, weil wir auf jeden Fall spätestens so bei ungefähr 2070 bereits ein Kursziel haben müssen, weil dort auch ein wichtiger Widerstand ist, das Allzeithoch, wo wir auch beim letzten Mal, als wir es berührt haben, wieder grandios abgestürzt sind. Also man muss unbedingt hier eine Teilschließung machen, selbst wenn man darauf spekulieren möchte, dass es drüber geht, aber das sollte man zumindest absichern. Und bis hierhin sind es vom jetzigen Stand schon knapp 50, also da kommen wir schon wieder mit dem Chance-Risiko-Verhältnis ganz gut aus, ohne dass wir abhängig von einem neuen Allzeithoch sind. Wenn es dann drüber gehen sollte, dann besprechen wir das in einem Extra Trade des Tages. Aber um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wenn sich da was tut im Euro, denke ich, dass das morgen bei der EZB sein könnte. Da werden wir morgen um 14.30 Uhr dann nochmal genauer vorbeischauen hier beim Trade des Tages. Also ich werde morgen so kurz nach 14.30 Uhr dann den Trade des Tages hier hochladen. Dann kann man das auch nochmal mit der EZB uns genauer anschauen und Gleiches und Ähnliches dann auch noch am Freitag. Da wird es sicher auch nochmal Impulse für den Euro-USD geben. Und wer weiß, vielleicht brechen uns bis dahin auch noch DAX und Dow Jones aus den Ranges aus. Und dann sehen wir das nochmal genauer an. Ich bin erstmal durch für heute hier an dieser Stelle vom Trade des Tages. Guten Abend noch und bis morgen.